als wir das letzte Mal vor 3 Jahren, ne, sicherheitshalber live gemacht haben in Berlin, war auch eine Riesenshow, ist die Republik danach für 2 Jahre in den Lockdown gegangen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden jetzt reden über die geopolitischen Auswirkungen, die Folgen des Ukraine-Kriegs, was es bedeutet für uns, für Deutschland, für Europa, vielleicht auch für die ganze Welt. This is Coalition Aircraft. Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere machen. Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir haben und begrüßen ZuschauerInnen bei Phoenix. Kurz was zu uns. Diesen Podcast gibt es seit über 4 Jahren. Wir sind 4 Leute, die sich beruflich mit Sicherheitspolitik, mit Verteidigung, mit Militär, Streitkräften, mit Peng und Mumm beschäftigen und haben uns vor über 4 Jahren entschlossen, dann machen wir halt mal einen Podcast und reden darüber. Zweiten Frühling sozusagen. Bei dir, bei mir nicht. Hier ist es der dritte. Wir sollen nicht so flapsig sein, Entschuldigung. Diese Veranstaltung findet statt, das ist ganz, ganz toll, im jüdischen Gemeindezentrum der israelitischen Kultusgemeinde in München. Und ich finde es toll, zum einen, dass uns die Gemeinde diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Der ist einfach klasse, die Lage ist klasse, der Raum ist klasse, die Bedingungen sind klasse. Es gibt sogar Gin Tonic auf der Getränkekarte. Nein, das ist alles klasse, aber es hat auch einen ernsten Aspekt. Ich finde es ganz, ganz toll, dass es in Deutschland wieder, muss man vielleicht sagen, möglich ist, über Sicherheitspolitik, über deutsche Sicherheitspolitik in einer israelitischen Gemeinde zu reden. Und das, und ich würde mich freuen, wenn es sowas einfach viel normaler, viel öfter gäbe. Gut. Ja, bisher waren es nette Worte, jetzt reden wir wieder über Doom, Untergang und Krieg. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die Folgen des Ukraine-Krieges, der laufende Ukraine-Krieg wird auch uns heute Abend beschäftigen, nicht so sehr mit dem unmittelbaren Kriegsgeschehen, weil wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, wie lange er dauern wird, wir wissen nicht, wie er ausgehen wird. Und ehe die Frage kommt, die gerne Carlo und vor allem Frank in irgendwelchen Fernsehauftritten gestellt wird, wir wissen auch nicht, ob es zu einem Atomkrieg wird. Deswegen werden wir darüber heute nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, die geopolitischen Auswirkungen, die Folgen, die dieser Krieg auf das ganze Machtgefüge weltweit, der zunächst in Europa, aber dann auch weltweit haben wird, da können wir uns schon inzwischen einiges vorstellen und darüber wollen wir mal reden. Wir haben ein paar Punkte uns rausgegriffen und ich glaube, wir fangen an mit Rieke. Was macht das? Was macht das? Genau, jeder durfte sich sein Lieblingsthema überlegen oder überlegen, wo die geopolitischen Auswirkungen vielleicht besonders relevant sind. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt das ganz große Fass aufmachen und in die weite Welt gehen, bleiben wir erstmal einigermaßen zu Hause und schauen uns Europa an. Und ich werde jetzt einfach mal argumentieren, und ihr sagt mir, warum ich nicht recht habe, aber ich werde jetzt argumentieren, dass Europa und die Europäische Union im Zuge dieses Ukraine-Krieges, des russischen Einmarschs in der Ukraine, geopolitisch geworden ist, geopolitisch erwacht ist und jetzt ändert sich alles. Zugegebenermaßen, ich bin selber vielleicht nur so halb überzeugt, aber positiv argumentieren macht mehr Spaß. Deswegen schauen wir mal, ob ich da eine Beweisführung hinbekomme. Also für mich ist eigentlich der wichtigste Grund, warum kann man das argumentieren, die EU liefert plötzlich Waffen. Und das ist was, was vielen vielleicht gar nicht so klar ist. Das Stichwort hier ist European Peace Facility, EPF oder EPF. Und es tut mir leid für all diejenigen, die sagen, Anglizismen ganz schrecklich und überhaupt, die deutsche Übersetzung ist Europäische Friedensfazilität. Und nee, also European Peace Facility, ja, so, da haben wir uns drauf geeinigt.
Die European Peace Facility hat seit Beginn des Krieges vor 7 Monaten 2,5 Milliarden Euro an militärischer Hilfeleistung an die Ukraine gegeben, und zwar aus einem Budget von nur 5,7 Milliarden für die nächsten 6 Jahre. Also das ist fast die Hälfte dieses Budgets. Gegründet wurde das ganze Ding überhaupt auch erst im März 2021, und es ist eben das Instrument zur Finanzierung außenpolitischer Maßnahmen mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen. Und das ist wirklich mal ein fundamentaler Wandel. Die EU ist eigentlich keine Organisation, die sonst Waffen auch nur anfasst und sich damit beschäftigt. Jetzt plötzlich 2,5 Milliarden. Jetzt muss ich da mal eben widersprechen, weil ich erinnere mich. Jetzt schon widersprochen. Über diese EU-Mittel für Waffen gab es schon einen Streit vor Jahren. Mhm. Also das hatte mit Ukraine und Europa gar nichts zu tun. Sondern der Vorwurf war, statt Entwicklungshilfe nach Afrika zu schicken, kauft ihr Maschinengewehre. Also insofern, die EU hat sich das schon länger überlegt, oder? Nein, also das ist jetzt tatsächlich schon ein gewisser Zeitenwandel, dass es dieses richtige, dicke Budget gibt. Also wir reden eben jetzt wirklich von Milliarden, die spezifisch dafür da sind, und da wurden am 28. Februar quasi schon 50 Millionen in die Hand genommen. Ein Punkt, der mir noch relativ wichtig ist, das Ganze funktioniert sehr typisch EU, soll heißen, viele wissen vielleicht gar nicht, dass die EU das macht, denn dieses Geld geht an Mitgliedstaaten, und die Mitgliedstaaten kaufen oder bezahlen davon Waffen, die sie dann in die Ukraine liefern. Heißt, die Mitgliedstaaten sind dann gerne die sagen, wir haben geliefert, 1, 2, 3, bezahlt hat es aber am Ende die EU. Fand ich ganz spannend. Also es ist ein Refinanzierungsinstrument. Weil das Geld, das da eingezahlt wird, kommt ja auch von den Mitgliedstaaten. Genau. Die zahlen da ein und holen sich es wieder raus, wenn sie Panzer, weiß der Teufel, was kaufen. Panzerhaubitzen. Das ist nämlich die Frage zum Beispiel. Nee, die ist, das hat das Verteidigungsministerium ja gesagt, die sollen aus den EU-Mitteln refinanziert werden. Ja. Gut, das war jetzt ein Punkt, ich will es gar nicht zu lang machen. Wir haben auch die Assistenzmission, 15.000 Soldaten sollen auf EU-Boden in EU-Ländern trainiert werden, also 15.000 ukrainische Soldaten natürlich. Wir hatten jetzt gerade vor einigen Tagen das erste Treffen der European Political Community. Das war quasi EU+, also die EU-Länder mit noch anderen, 44 am Ende an der Zahl. Und auch hier geht es eben darum, eine gewisse europäische Einigkeit gegenüber Russland zu zeigen. Da sind auch Länder wie Armenien und Aserbaidschan mit dabei. Sprich, ich würde sagen, trotz allem, wir hören immer, die Europäer können sich auf nichts einigen, Europa macht nichts. Aber wenn man tatsächlich mal schaut, Europa, die EU, geopolitisch erwachsen, die Zeitenwende ist gekommen. Es gab auch eine ganz tolle Rede, die würde ich jetzt gerne mal wirklich allen nochmal empfehlen, von Borrell, dem quasi EU-Außenminister, der vor auch ein paar Tagen eine Rede gehalten hat, wo er auch nochmal gesagt hat, wir haben quasi unsere Sicherheit und unseren Wohlstand voneinander entkoppelt. Wir haben das alles falsch gedacht. Wir haben gesagt, die USA kann für unsere Sicherheit da sein. China und Russland sorgen irgendwie für unseren Wohlstand. Das geht alles nicht mehr. Das war ein bisschen so eine Hauruck- oder auch eine Zeitenwende-Rede. Sprich, es ändert sich gerade alles. Habe ich euch überzeugt? Nein, mich auch nicht. Darf ich als erstes eine Frage stellen? Ich verstehe bei diesem ganzen Gerede, also jetzt nicht nur bei der EU, sondern generell, auch bei Nationalstaaten nicht. Was heißt eigentlich geopolitisch? Also die erwachen jetzt alle geopolitisch, sie wollen alle geopolitische Akteure sein. Ja. In meinem Verständnis ist einfach die Tatsache, dass sie da sind und außenpolitische Beziehungen haben, ist ja schon geopolitisch. Also was heißt jetzt heutzutage, wir sind jetzt ein geopolitischer Akteur? Was ist die Essenz? Vielleicht sollte man es anders formulieren und sagen, die EU ist ein sicherheits- und militärpolitischer Akteur geworden, okay. Weil das ist tatsächlich damit kann neu. Ich anfangen. Dieses geopolitische Siegel, das kommt auch daher, also auch von der Leyen und andere hatten häufiger gesagt, sie wollen eine geopolitische EU. Meines Erachtens geht es da vor allen Dingen darum zu sagen, man ist irgendwie so ein handelnder Akteur, aber vielleicht eher militär-sicherheitspolitisch. Aber der von der Leyen-Sprechpunkt ist ja schon zwei Jahre alt ungefähr. Ne? Länger. Oder noch älter, genau. Ja. Und ich meine schon, das war deutlich vor der Corona-Pandemie, da gab es dann auch schon mal so diese Rede davon, das sei jetzt der geopolitische Moment, der das EU und ich weiß nicht, irgendwie gesagt. Der Moment war schnell vorbei. Hat das war von der Leyen's Antrittsrede im Prinzip. Also sie ist als Kommissarin reingekommen, Kommissionspräsidentin, und hat gesagt, die EU muss ein geopolitischer Akteur werden. Das war sozusagen ziemlich zu Beginn ihrer Amtszeit. Also aus meiner Sicht, wenn das nicht zu flapsig ist, krankt es im Prinzip am selben, wie wir auch in Deutschland sozusagen jetzt vorhaben, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und Geld auszugeben. Aber ob das tatsächlich das, was du ein geopolitisches Erwachen nennst,
ist, darf man mal bezweifeln, glaube ich, weil ich finde, dafür ist es dann doch sozusagen, ist dieser Mentalitätswandel noch nicht wirklich eingetreten auf EU-Ebene. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir zum Beispiel schon in den Startlöchern stehen, um uns endlich europäisch zusammenzuraufen und zu sagen, okay, das sind jetzt die gemeinsamen Rüstungsprojekte und das sind irgendwie die Regeln für den Export, auf die wir uns geeinigt haben. und außerdem wollen wir natürlich noch stabilisieren und auch Entwicklungszusammenarbeit machen und so weiter. Also das wären ja alles so Dinge, die man erwarten könnte, wo man sagt, okay, das stoßen wir jetzt alles an. Passiert das? Ich hab nicht den Eindruck, dass das ja, ist. Wobei ich würde da ein bisschen relativierend sagen, es gibt ja Versuche. Also die Frage ist, wo die enden. Also Olaf Scholz, Prag-Rede, wo er sozusagen aus einer deutschen Perspektive sagt, es muss einfach Schluss sein mit diesen Einstimmigkeitsbeschlüssen und wir müssen zu Mehrheitsbeschlüssen kommen, ist ein Versuch, da Bewegung reinzubringen. Ja. Europäische, wie heißt das nochmal, Europäische Politische Union, ne? Dieser Macron-Vorschlag. Also Europäische Politische Union ist so ein anderer Versuch mit den Staaten, die in die EU reinkommen wollen, aber wo man weiß sozusagen, das wird, keine Ahnung, noch eine Dekade dauern, bis sie soweit sind, einen neuen Zusammenschluss zu machen. Also ich würde es nicht so negativ sehen. Es gibt so Ansätze, wo die dann enden letzten Endes, ist eine ganz andere Frage. Ja. Jetzt aber darf ich mal ketzerisch andersrum fragen. Wenn wir eine EU haben, wo ein Viktor Orban Sanktionen nicht mitträgt, also das Kerngeschäft der EU, nämlich wirtschaftliches Handeln, lange bevor sie entdeckt haben, man könnte auch militärisch, außenpolitisch, wie auch immer agieren. Selbst in diesem Bereich droht doch die EU, sich da ein bisschen auseinander zu dividieren. Also ist nicht eher die Gefahr genau andersrum, nicht mehr Einigkeit, mehr Geschlossenheit, sondern das treibt die Europäer auseinander. Orban, die Polen sind zwar knallhart mit gegen Russland, aber ansonsten auch nicht unbedingt auf Einigkeit in der EU aus. Im Gegenteil, also was man aus Polen hört nach dem Motto, wir haben bald die größte Armee in der EU und wir sorgen für Sicherheit und ihr Deutschen mit euren 127 Panzern, macht euch mal nichts ins Hemd, aber ihr habt da nichts mehr zu kamellen an der Stelle. Naja, gut, nur weil die Polen jetzt gegen die Deutschen sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie die EU spalten. Den Rest gebe ich ja recht. Also. Nee. Und du hast die Italiener vergessen. Wir wissen nicht, wo die Italiener hingehen mit ihrer neuen Regierung. Ja, klar. Habt ihr auch gemerkt, ne? Ich habe versucht, positiv zu formulieren und es ist so direkt von der Doom-Fraktion hier niedergesprochen. Aber Rieke, lass mich einen Satz sagen. Ja. Das Wesentliche hat Carlo in so einem Nebensatz fallen lassen. Und das ist diese qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Und ich glaube, der Trick liegt tatsächlich im Erwachsen, was dieses Erwachsenwerden oder Aufwachen oder so angeht. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war jetzt eine ganze Weile zusammen in so einem Projekt Weimarer, wie heißt das eigentlich? Weimar Dreieck. Weimar Task Force hieß es. Und eine der Mastervariablen eigentlich, über die wir da dann immer wieder gestolpert sind, wenn es darum ging, wie könnten wir sozusagen als Polen, Deutschland, Frankreich, das ist das, was man das Weimarer Dreieck nennt, wie könnten wir handlungsfähiger werden im Rahmen der EU und mit der EU? Und es waren immer wieder die qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, also weg von der Einheitsentscheidung. Die Polen ja ablehnen, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, die Polen lehnen das ab, es lehnen auch viele anderen ab. Aber ich glaube, an den Punkten müssen wir kommen, sonst wären wir nie wirklich handlungsfähig. Ja, dann können wir auch weiter schlafen und müssen nicht aufwachen, weil dann können wir eh nichts machen, weil es wird immer einen Orban geben oder irgend sowas. Ja. Wobei ich glaube, wir zerreden das jetzt ein bisschen zu sehr, weil wir uns so sehr auf die EU als Institution, also EU-Brüssel, fokalisieren und nicht gleichzeitig auch gucken, was tut sich eigentlich in den europäischen Ländern. Was meinst du jetzt, EU-Gladbeck oder was? Wir haben ja, die EU ist ja nicht nur eben die Institutionen in Brüssel und von der Leyen und Michel und all sowas, sondern eben auch die 27 Mitgliedstaaten. Und klar, auf der einen Seite hast du dann eben auch die Orbans da sitzen, aber wir haben eben auch seit dem 24. Februar eigentlich in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat so ein gewisses Umdenken oder Nachdenken. Es ist nicht bei allen die Zeitenwende, aber wir haben, auch noch ein wichtiger Punkt, Schweden, Finnland, wollen der NATO beitreten. Da hat sich auch richtig viel getan. Das ist ja nicht ein EU-Thema, also nur indirekt. Aber da haben sich zwei Länder plötzlich von ihrem nicht, wie nennt sich das im Deutschen? Neutralität. Ja, es war ja keine Non-Alignment. Non-Alignment. Nicht paktgebunden. Genau. Früher hieß das blockfrei, ne? Nee, ja. Es hieß blockfrei und nicht paktgebunden. Großer Unterschied. Hat aber außer, erkläre ich dir irgendwann mal später privat. Politikprofessor hat keiner gesagt. That's why I'm here. Yeah, okay. Ja, okay. Also wir haben eben in vielen Ländern, wir haben in Deutschland die Zeitenwende, wir haben in Polen Veränderungen,
Wir haben in vielen, wenn nicht allen Ländern, das müsste ich jetzt nachgucken, eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Wir haben Länder, die reden darüber, ob sie die Wehrpflicht wieder einführen. All diese Geschichten. Naja, ich muss ja zugeben, es ist nicht so, als würde ich jetzt mit einem Schild durch die Gegend laufen und sagen, die EU ist geopolitisch erwacht. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich würde schon sagen, dass die Kombination aus in den europäischen Ländern wird zumindest neu gedacht oder mehr nachgedacht über diese Themen. Und innerhalb der Europäischen Union haben wir zumindest einige wirkliche Pflöcke eingeschlagen, wie eben diese Peace Facility, wo jetzt wirklich Milliarden für Waffen ausgegeben werden. Ich glaube, es tut sich ein bisschen was. Also wenn ich ja. Persönliches sagen darf zum Abschluss. Ich meine, bitte? Darf ich danach nichts mehr sagen? Nein. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich glaube, dass ein bisschen für uns aus einer deutschen Perspektive wichtig ist, dass eben, wie du sagst, in vielen anderen Ländern auch wirklich große Transformationsprozesse laufen gerade und dass wir mit unserer Zeitenwende auch nicht ganz alleine sind. Und insofern, sagen wir mal, ja, irgendwie sozusagen gerüttelt wurde an der EU und ob sie dann jetzt wirklich aufwacht und was sie dann macht, wenn sie mal wach ist, das muss man sehen. Aber es sind auf jeden Fall nicht nur wir durchgeschüttelt worden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man da mitnehmen kann. Ich würde dir in einem zustimmen mit dem Erwachen der EU und das ist das, was ich sehe, was mir persönlich sozusagen sehr sympathisch ist, weil ich den bisherigen Weg der Europäischen Union zu ihrer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer sehr skeptisch gegenüberstand, weil der ja hauptsächlich aus Bildung von Institutionen bestand und sozusagen Einführung neuer Prozesse. Was ich jetzt beobachte, ist eine sehr, natürlich bedingt durch den Ukraine-Krieg, aber ist in Teilen eine sehr pragmatische, lösungsorientierte Kooperation, die zwischen Staaten stattfindet, wo man die EU dann teilweise mit reinzieht, teilweise ergänzt. Sagst du aber nicht Ringtausch, hoffe ich. Nee, ich meine nicht den Ringtausch. Ich meine sozusagen ganz, ganz viele kooperative Beziehungen, die müssen wir auch in Sicherheit... Müssen wir Ringtausch kurz erklären? Oder Ringtausch? Ein Ringtausch, sie zu knechten. Für die Fernsehzuschauerinnen. Jetzt hast du es schon lange, jetzt musst du es auch erklären. Gut, also Ringtausch heißt, obwohl der Begriff ist eigentlich nicht so ganz passend, Ringtausch heißt, osteuropäische NATO-Länder geben ihre alten Panzer an die Ukraine, weil die Ukraine weiß, wie sie damit umgehen kann. Und dafür kriegen sie dann nicht ganz so alte, modernere deutsche Panzer zum Eigengebrauch. Manchmal auch nur Lastwagen. Und der Ring schließt sich, weil wir Sicherheit zurückkriegen. Oh. Schön gesagt. Oh. Gut, das war's. Nein, aber dieser pragmatische Zug ist etwas, was sozusagen in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigentlich Jahrzehnte abwesend war. Und der kommt rein. Wohin das alles führen wird, keine Ahnung, aber zumindest da sehe ich eine Bewegung, die mir persönlich, also sozusagen vom Ansatz her, besser gefällt, als das, was wir die letzten 10 Jahre über Einführung neuer Institutionen, Strukturen, Prozesse etc. pp. Gesehen haben. Da möchte ich aber noch sagen, wir werden bei der EU auch durch diese Situation eines nicht sehen, jetzt muss ich das Reizwort sagen, keine EU-Armee. Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich glaube nicht, dass das, was wir jetzt erleben, auch mit Zusammengehen von EU-Ländern und so weiter, nicht diese Geschichte befördern wird, nein, zu sagen, gemeinsame Streitkräfte, sondern vielleicht auch eher im Gegenteil, oder? Also die EU-Armee ist ja so ein Steckenpferd von mir und ich halte deswegen davon sagte ich das sehr wenig. Du willst so einen Rant herausfordern, ne? Nein, ich halte mich da jetzt zurück. Aber also EU-Armee halte ich weder für eine sinnvolle Idee noch für eine praktikable Idee noch für etwas, was es sich wirklich lohnt zu diskutieren, bevor wir die Vereinigten Staaten von Europa haben. Insofern, ich glaube, oft diskutieren wir das, um nicht tatsächlichere Sachen diskutieren zu müssen. Da kann man sich wunderschön hinter verstecken. Ich glaube nicht, dass es dazu führen wird. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, Europa, also die Europäische Union war schon sehr gebaut nach diesem liberalen Traum von irgendwie ist Militär und Sicherheit und alles irgendwie nicht mehr so ein wirkliches großes Thema, Ende der Geschichte, all sowas, was ja auch in Deutschland wir ja ganz toll fanden, ne? Aber ich finde auch gerade die EU hat sich da sehr drauf konzentriert und meines Erachtens ist jetzt schon einfach die Tatsache, dass Verteidigungs- und Sicherheitspolitik jetzt plötzlich so ein Thema ist und dass auch da die EU als Akteur auftreten muss, das ist schon ein wichtiger Wandel. Was daraus wird,
Man weiß es nicht. Dass wir weiterhin 27 Länder haben, von denen manche wirklich ganz besonders schwierig sind, geschenkt. Wir haben im Übrigen auch weiterhin wirklich auch neutrale Länder innerhalb der EU. Wie das funktionieren soll, frage ich mich ja schon seit längerem. Mag sein, aber ich würde es zumindest nicht, wir sollten es nicht außer Acht lassen, dass sich da doch ein bisschen was getan hat. So, ich fürchte, das war das Positivste, was wir heute Abend zu sagen haben. Ich habe es wirklich versucht. I tried my best. Weil jetzt kommt nämlich Frank mit seinem Thema. Es war das Positivste, was ihr heute Abend zu hören kriegt. Genau, also wir reden über die geopolitischen Implikationen und diese gesamte Thematik der möglichen nuklearen Eskalation beschäftigt uns ja jetzt in den letzten paar Tagen alle, würde ich sagen, massiv. Und ich glaube, wir vier haben uns auch schon den Mund fusselig geredet dazu und geschrieben. Darüber wollen wir jetzt in der Tat nicht reden, sondern ich will mal drei Aspekte rausgreifen, die so ein bisschen weniger im Zentrum der Diskussion stehen. Und zwar ja, drei Konzepte, die eben mit dieser ganzen Frage der nuklearen Waffen und ihrer Verbreitung in der Welt ganz zentral verbunden sind und insbesondere auch mit der Möglichkeit, dass sie benutzt werden könnten, was wir natürlich alle nicht hoffen und was seit 77 Jahren nicht passiert ist. Und was hoffentlich auch weiterhin nicht passiert. Und eine der Faktoren, die verhindern, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden, ist das sogenannte nukleare Tabu. Das haben bestimmt auch alle schon mal gehört, das fällt immer mal wieder. Und das ist tatsächlich so, dass es nichts ist, was man einfach nur so dahin sagt, sondern da gibt es auch Forschung dazu. Und im Grunde ist damit beschrieben so eine Art normative Überzeugung, dass man Nuklearwaffen tatsächlich nicht einsetzen sollte, auch dann, wenn keine Abschreckungsbeziehung besteht. Ne? Da komme ich gleich noch drauf, aber das ist ja auch allen geläufig. Staat A hat Nuklearwaffen, Staat B hat Nuklearwaffen, die wissen beide, ich setze meine nicht ein, sonst macht der andere das auch. Wir haben ja Konstellationen, wo das nicht der Fall ist. Jetzt zum Beispiel. Ja? Die Ukraine ist kein Nuklearwaffenstaat. Ich fange jetzt nicht an mit den Waffen, die sie mal hatte. Die waren nicht wirklich einsatzfähig. Budapester Memorandum. Richtig. Erklären wir jetzt nicht, doch. Es waren sowjetische Nuklearwaffen in der Ukraine stationiert, die hat die Ukraine zurückgegeben und hat dafür dann den Nichtverbreitungsvertrag sich angeschlossen und hat bestimmte Sicherheitszusagen bekommen, kurz gesagt. Und ich würde sagen, dieses gute Nachrichten von mir, um dieses nukleare Tabu steht es gut bisher, würde ich sagen. Oh, alle nicken. Warum? Ich glaube, diese Überzeugung, die wir, glaube ich, alle im Raum teilen, dass Nuklearwaffen nicht eingesetzt werden dürfen, ist eher gestärkt worden dadurch, dass eben, ich sage das mal so ganz einfach, die Empörung groß ist über diese nuklearen Drohungen, die uns ja auch betreffen, die Wladimir Putin in unsere Richtung ausspricht. Und das ist sehr klar verurteilt worden, die Amerikaner haben das gemacht, die EU hat es gemacht, Indien hat es getadelt und sogar China macht so ein bisschen Geräusche und als sozusagen der chinesische Stuhl knarzt so ein bisschen, weil man sich fragt, was ist da los, rücken die etwa ab? Also das wäre so ein bisschen meine erste These zu diesem ganzen Thema, dass man sagt, eigentlich steht es um diese Überzeugung, dass was Putin da macht, schon allein mit diesen Drohungen ein Tabubruch ist, steht es eigentlich ganz gut. Also da scheint sich die Weltgemeinschaft zusammengefunden zu haben. Nicht kontrovers, zweite These. Gut. ich Moment, wollte nur fragen, nicht ja? kontrovers im Moment, bisher, ne? Immer bisher. Bisher, alles immer bisher. Ja, okay. Ich habe mich nur gefragt, wie genau wissen wir das eigentlich? Weil eigentlich bin ich total bei dir und ich bin auch immer, sage auch immer, naja, also wenn Putin das wirklich machen würde, dann würde die ganze Welt aufschreien, inklusive eben der Partner wie China oder der Wackelkandidaten wie Indien und sagen, wie kannst du nur. Aber wie laut hat der Stuhl von China geknarzt? Weil ich muss zugeben, es ist natürlich offensichtlich, dass die USA das verurteilen werden, dass der Westen das verurteilen wird. Die Rede des chinesischen Außenministers vor der UN-Generalversammlung, die Rede des indischen Außenministers vor der UN-Generalversammlung, eindeutige Verurteilung sozusagen des Spielens mit Nuklearwaffen durch die Russen, also noch nicht mal so generell vage, sondern sehr präzise auf die Situation. Chinesische Reaktion bei der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages auf den Versuch der Russen, irgendeine Passus reinzubringen, bei dem es um Saporischschja, also dieses Nuklearkraftwerk ging, wo die Russen versucht haben, einen Passus reinzubringen, der im Prinzip so implizit, glaube ich, den Ukrainern die Schuld dazu in die Schuhe geben wollte. Großes Grundrauschen der Chinesen mit, sie seien sehr besorgt um die Situation rund um das Atomkraftwerk. Also von daher finde ich, aus einer chinesischen Perspektive und einer indischen Perspektive, klarer geht's nicht öffentlich. Was natürlich hinter verschlossen, was? Wobei das Atomkraftwerk, das ist doch eigentlich nochmal was
anderes. Aber es ist trotzdem nuklear. Ja, Russland hat es versucht, in dieses Abschlussdokument reinzupressen, und da haben auch die Chinesen nicht mitgemacht. Das Allerwichtigste hat Carlo gar nicht gesagt. Xi Jinping hat den Putin nicht zum 70. Geburtstag angerufen. Aber das ist nicht das die schmerzt. Aber das hat mit dem nuklearen Tabu nichts zu tun. Ah, die Frage ist, knarzt der chinesische Stuhl, weil sie abrücken? Und ich würde sagen, wenn du zum 69. noch lange telefonierst und auf Buddy-Buddy machst und dann zum 70. runder Geburtstag, Thomas. Ja? Ich bin noch nicht so weit. Und zum 70. ruft er nicht mal an, ja, sondern schickt ein Telegramm und gibt irgendwie einen Fresskorb in der Botschaft ab. Also ich finde schon, da steckt eine Botschaft drin. Ich teile die These, Frank. Ich versuche jetzt mal sozusagen ein bisschen dagegen zu argumentieren oder deine Antwort darauf zu haben. Die ganze Diskussion, die wir schon unter Trump hatten, die sich, glaube ich, auch in Russland widerspiegelt, sozusagen zur Miniaturisierung, zur Modernisierung von Nuklearwaffen, die Überlegungen, die während der Trump-Administration da waren. Ich meine, die Amerikaner müssen ja noch ihre Nuclear Posture Review veröffentlichen, die letzten Endes auf Einsatzfähigkeit von Nuklearwaffen abzielten. Spricht das dagegen? Ja. Gut. Ja, also es ist halt komplizierter. Ich würde schon sagen, dass es auch sehr, sehr viele gegenläufige Tendenzen gibt, die mir eher in Summe insgesamt mehr Sorgen machen. Aber ich dachte, ich fange mal mit was Gutem an. Okay. Du willst sozusagen die Stimmung wieder ein bisschen runterziehen. Kann ich gerne machen. Gehen wir mal einen Schritt weiter, nicht zum nuklearen Tabu, sondern zur nuklearen Abschreckung. Ich habe sie gerade ja schon mal genannt. Und das ist ganz komisch, also das müsste mir jemand erklären, weil ich kriege ganz viele Anfragen in den letzten paar Tagen, dass die Leute sagen, Herr Sauer, ist denn die nukleare Abschreckung gescheitert? Und dann sage ich immer, nee, wieso? Ja, also ich habe es gerade gesagt, die Ukraine hat keine Nuklearwaffen, ergo gibt es keine Abschreckungsbeziehungen, keine nukleare zwischen Russland und der Ukraine. Und ich würde natürlich noch einen Schritt weiter gehen und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu flapsig, aber es hat schon seinen Grund, dass Russland die Ukraine angreift und nicht das Baltikum, ja? Weil eben da die Abschreckung durch die Mitgliedschaft in der NATO besteht. Insofern würde ich sagen, als jemand, der bekanntlich für alle, die jetzt zum ersten Mal zuschauen, zu hören, die das vielleicht nicht wissen, also ich bin jetzt nicht der größte Fan der nuklearen Abschreckung und habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit Nuklearwaffen und würde sagen, auf die Abschreckung dürfen wir uns nicht verlassen, auf lange Sicht. Aber dass sie hier im Spiel ist und wirkt, ist ja eigentlich ganz klar, zumal es ja auch keine Einbahnstraße ist, weil wir sind alle abgeschreckt. Russland schreckt uns ab. Ja. Wir vier haben zusammengesessen, als der Krieg ausgebrochen war, eine der Folgen, die wir da aufgenommen hatten, und da ging es um diese Flugverbotszone. Mhm. Ja, also wir haben es damals ja schon mit diesen Raketenangriffen auf die Städte in der Ukraine zu tun gehabt und es gab Leute, die sagen, wir müssen das verhindern, wir müssen eine Flugverbotszone einrichten, damit die russische Luftwaffe und die ganzen Lenkflugkörper da nicht reinkommen. Und wir vier haben gesagt, ich würde das natürlich immer noch sagen, das war auch damals richtig, können wir nicht machen, weil wenn wir die NATO direkt engagieren, sind wir im Krieg mit Russland und dann sind die Eskalationsrisiken überhaupt nicht mehr überschaubar. Und das sagen wir, weil wir abgeschreckt sind. Also die Abschreckung ist halt keine Einbahnstraße. Putin schreckt uns permanent ab. Diese Drohungen stecken uns alle in den Knochen und natürlich auch im Kanzleramt und so weiter spielt es ständig eine Rolle. Insofern würde ich sagen, ja, die Abschreckung ist sogar ja, in Full Effect, wenn und ich mal... Wir schrecken Putin ab. Bitte? Und wir schrecken Putin ab. Ja. Also, ne? Ja. Aber ändert dieser Krieg daran irgendwas an diesem Mechanismus? Also ich habe ja den Eindruck, es wird uns bewusster. Ja. Wir haben alle mehr Angst. Ja. Aber an den Mechanismen, wie das funktioniert, ändert das nichts. Ne? Würde ich auch so sehen. Also weder positiv noch negativ. Ich glaube, das wäre jetzt mein dritter Punkt, auf den ich habe ausnahmsweise Notizen. Auf den komme ich noch. Ich glaube, dass es sozusagen eine Gleichzeitigkeit von zwei Entwicklungspfaden, aber... Okay, vielleicht willst du genau dahin, weil ich würde ja sagen, super nukleare Abschreckung funktioniert und ich bin ja auch einigermaßen bekannterweise etwas mehr Fan der nuklearen Abschreckung als Frank es ist, auch wenn ich mir da jetzt keine T-Shirts für drucke, aber... Ist das nicht gleichzeitig dann auch eine krasse Werbeveranstaltung für Nuklearwaffen? Und der Iran guckt sich das an und sagt, ach, guck mal an, wenn wir Nuklearwaffen haben, dann kann ich relativ viel machen, bevor irgendwie mir da reingegrätscht wird. Genau. Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, aber es ist fast so, als ob es so gewesen wäre. Tatsächlich ist es natürlich so, diese aktiven Drohungen von Putin haben ja nicht nur so einen Zweck, irgendwie einen Angriff auf Russland zu verhindern, sondern er deckt damit ja sozusagen diese Aggression in die Ukraine hinein. Und wenn das gelingt, und das ist ja ein Punkt, über den wir hier auch schon gesprochen haben, und das ist einer der Gründe, weswegen viele Leute sagen, das ist einer der wichtigsten Gründe, weswegen man sich Putin entgegenstellen muss und der Ukraine helfen muss,
Wenn das gelingt, dann schreibt das natürlich Geschichte und ist ein Präzedenzfall, der hochproblematisch sein könnte. Weil eben dann zum Beispiel andere Länder sagen, okay, das will ich auch machen können, dazu brauche ich Nuklearwaffen auch. Und dann sind wir bei der Frage der Proliferation, also der Weiterverbreitung, das ist mein Punkt 3 und der Rüstungskontrolle. Und ich mache das ganz kurz, ich glaube, wir werden zwei Dinge erleben gleichzeitig. Zum einen, es könnte sein, dass davon ein Proliferationsimpuls ausgeht. Jetzt gibt es so eine Fachdebatte tatsächlich, akademisch, so die ganz schlauen Leute sagen, jaha, das haben wir ja schon x-mal gedacht, ne? Also genau. Carlo nickt schon, ja, bis hin zu Kennedy, das Kennedy-Szenario und so. Ja. Ja? Präsident Kennedy hat sich da auch massiv Gedanken drum gemacht damals und darauf ging ja dann auch der Nichtverbreitungsvertrag zurück. Im Laufe der 60er in Kraft trat er dann in den 70ern, der verhindern sollte, dass mehr Staaten in der Welt Nuklearwaffen haben. Und so richtig hat dieser Proliferationsimpuls nicht stattgefunden. Und dann gibt es Leute, die sagen, das wird auch wieder nicht passieren. Und ich würde sagen, vielleicht doch, weil zum einen, du hast den Iran genannt, wir haben, der Iran-Deal sickert uns gerade durch die Finger, das kann sein, dass der bald Geschichte ist, also ich habe sowieso schon den Eindruck, der ist halb tot. Und um den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag steht es ja auch sehr schlecht. Und insofern muss sich Geschichte ja nicht immer nur wiederholen, sondern es kann ja auch mal sozusagen irgendwie eine Abzweigung geben und ungemütlicher werden und das sehe ich hier durchaus. Und das Zweite, was ich glaube, was gleichzeitig passieren wird, ist die gesamte sozusagen gegenläufige Tendenz. Nämlich, dass wir alle nochmal wieder darauf gestoßen worden sind, wie unfassbar inakzeptabel und unmenschlich es ist, unter diesem nuklearen Damoklesschwert die ganze Zeit leben zu müssen. Das haben wir alle vergessen, also die meisten, ich nicht, weil ich eine Störung habe und seit 20 Jahren mich damit beschäftige. Aber ich meine, Erwin Kalupke auf der Straße 2017 gefragt, was er von Nuklearwaffen hält, hätte natürlich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, gibt es die Dinger eigentlich noch? Ich dachte, das ist kalter Krieg. Und das wird sich ändern. Also ich glaube, dass ICAN, ja, diese internationale globale Kampagne zum Verbot von Atomwaffen und auch dieser Vertrag, den es da gibt, ich glaube schon, dass die Zulauf kriegen werden. Also ich glaube, es wird einfach mehr Leute geben, die sich empören und sagen, wie kann das sein, dass so ein Putin uns damit drohen kann? Und das wird, glaube ich, beides eine ganze Weile parallel laufen. Jetzt möchte ich aber noch eins wissen. Ich werfe mal den Begriff NATO-Russland-Grundakte in die Debatte. Der eine oder andere kennt das Papier, 1997, NATO und Russland mochten sich noch und haben eine Vereinbarung getroffen. Und eine der Vereinbarungen da drin ist, die NATO wird keine Atomwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen Ostblockstaaten stationieren. Jetzt gibt es genügend Leute, die sagen, tretet das in die Tonne, die Russen haben es eh gebrochen, das Ding ist nichts mehr wert. Deutschland und die USA sind bislang noch der Meinung, wir halten uns dran, auch wenn Russland sich nicht dran hält. So. Und Polen, vor allem Polen, aber ich glaube auch alle Balten, wenn die Deutschen sagen, wir wollen keine Atomwaffen mehr haben, dann sagen die gerne, Emery, zweiter Schalter links. Zweiter Schalter links, könnt ihr gerne hinlegen oder in Marburg oder whatever. Die Polen sagen, wir kaufen auch F-35, damit wir was damit anfangen können. Also die ganze Geschichte, die kriegt doch jetzt dadurch richtig Auftrieb. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass es ganz so schnell nicht also geht. Also das ganze Madrider Dokument, also der Madrider Gipfel der NATO, der atmet ja noch den Geist, diese NATO-Russland-Grundakte nicht zu verletzen. Also auch sozusagen die Brigade, die jetzt nach Litauen geschickt wird, ne, geht ja nicht als komplette Brigade dahin und bleibt, weil man dann möglicherweise diesen Passus keine dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen verletzen würde. Also komischerweise, war mir auch nicht erklärlich, ja, hält man sich in diesem konventionellen Bereich und man wird sich dann auch an den nuklearen Bereich halten. Weil wenn man sich daran nicht hält, dann braucht man sich auch in den konventionellen Bereich nicht zu halten. Man hält sich aber den konventionellen Bereich. Jetzt ist ein Szenario insofern unrealistisch, als dass diese Regierung unerwarteterweise, aber bedingt durch den Ukraine-Krieg gesagt hat, nukleare Teilhabe, super, die behalten wir bei. Das heißt also zumindest für die absehbare Zeit sind die Tendenzen in Deutschland, die es ja durchaus gab, zu sagen, nukleare Teilhabe beenden oder sozusagen auf andere Füße zu stellen, um die Nuklearwaffen aus Büchel hier rauszubekommen, das wird nicht stattfinden. Und von daher können die Polen hier schreien, aber sie werden sie nicht bekommen, die Nuklearwaffen. Das buchen wir mal auch unter positiv. Das muss jeder selber wissen. Herr Frank, eine Frage an dich. Ja. Also Proliferation, ich sehe das Problem, ich würde nur einfach sagen, nimm den Iran daraus.
Weil der Iran ist komplett natürlich mit seinen Bestrebungen, Nuklearwaffen zu erwerben, disconnected vom Ukraine-Konflikt. Die wollten das schon früher. Ja, ja. Na, also fair. Sozusagen, das würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen. Ich sehe den generellen Punkt und würde das auch teilen. Aber ich glaube, du hast einfach einen wichtigen Punkt gemacht. Es ist total unklar, weil es natürlich auch diese sogenannten Domino-Theorien, ne? Ja, ja. Die haben sich nie bewahrheitet historisch. Nee. Muss nicht sein, dass das in Zukunft auch so gilt. Aber wenn sag mal ein kurzes Wort dazu. Naja gut, Domino-Theorie kommt aus was anderem. Das kommt aus dem amerikanischen Engagement in Vietnam, wo man dann gesagt hat, also wenn Vietnam jetzt kommunistisch wird, ne, und wir da verlieren, dann wird ganz Asien kommunistisch. So, haben sie 1 auf die 12 bekommen, sind aus Vietnam abgezogen und ganz Asien wurde nicht kommunistisch. So, und das ist ja mit dieser Proliferation jetzt auch. Also wo man dann im Prinzip sagt, naja, gut, die Folge wird sein, dass Staaten sich das angucken und sagen, naja, wenn wir jetzt Nuklearwaffen haben, würden wir nie so einem Szenario ausgesetzt sein, wie jetzt die Ukraine mit Blick auf die Russische Föderation. Also lass uns Nuklearwaffen haben. Das ist ja so eine Art Domino-Theorie. Ne? Ja, ja. Und da muss man einfach historisch sagen, das ist echt schwierig, weil diese Steine sind nie so gefallen, wie Leute es erwartet haben, was nicht bedeutet, dass das auch in Zukunft so sein muss. Hm. Wir haben die gleiche Überlegung halt gehabt bei Libyen. Libyen gibt seine Nuklearwaffen auf. Und ein paar Jahre später sozusagen Die hatten Nuklearwaffenprogramm. Entschuldigung. Ja. Die hatten ein Programm. Libyen gibt es das Nuklearwaffenprogramm. Aber die waren nicht so weit. Aber sie haben es aufgegeben. Mhm. Ja? Und ein paar Jahre später kommt diese Koalition und bombt Gaddafi sozusagen von der Macht. Haben auch viele gesagt, das wird ein Zeichen sein für alle. Mhm. Haltet an diesen Nuklearwaffenprogrammen fest, weil dann bombardieren sie euch nicht. Ja? Du redest schon wieder so viel, aber du wolltest sowieso jetzt deinen Punkt machen. Bist du fertig? Fertig. Mach mal los. Gut, dann mache ich es jetzt kürzer, wenn ich gerade eben so viel geredet habe. Ja. Souveräne Überleitung. Da muss ich auch dringend drum bitten, ja? Ja. Okay. Nee, wir haben wenige Punkte, weil ich wie immer nicht vorbereitet bin. Mir geht es um die Frage, was bedeutet eigentlich dieser Ukraine-Konflikt für die zukünftige globale Ordnung der internationalen Politik? Und da ist natürlich sehr stark im Zentrum, wie werden sich diese amerikanisch-chinesischen Beziehungen entwickeln? Und so bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, naja, China wird so oder so aus diesem Ukraine-Konflikt als der große Gewinner rausgehen. Egal, ob die Ukraine gewinnt oder Russland gewinnt. China wird sozusagen der große Antagonist mit Blick auf die USA und wird seine aggressive Außenpolitik in Asien weiterführen, um die Hegemonie in Asien zu erlangen. Möglicherweise seine militärischen Bemühungen zur Integration Taiwans ins Mutterland intensivieren. Und letzten Endes darauf abzielen, dass wir zu so etwas kommen, was die Älteren unter uns hier noch kennen als neue Bipolarität. Also ein struktureller Weltkonflikt mit den USA und Verbündeten auf der einen, mit China und seinen Verbündeten auf der anderen Seite und jede Menge Staaten, die dann neutral und nicht paktgebunden möglicherweise sind. Also im Grunde genommen China wie früher Russland. Genau, China die neue Sowjetunion. Ich bin mir mittlerweile nicht so sicher, ob das so kommen wird. Also sozusagen, ob nicht eine der Lehren, die China aus diesem Konflikt zieht, weil man sieht, wie unzufrieden China ist, wie die Russen diesen Krieg führen und wie entschlossen der Westen auf diese russische Aggression reagiert, dass China vielleicht nicht doch über die nächsten Jahre erstmal wieder einen Schritt zurückfahren wird in seiner Aggression. Weil es gemerkt hat, dass NATO und EU unter amerikanischer Führung doch einheitlicher reagieren und handeln, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Das wäre sozusagen meine erste offene Frage. Die können wir mal. Ich habe 2, 3 Punkte. Lass uns die erstmal diskutieren. Rieke. Also ich hätte ja gedacht, das ist eigentlich schlecht für China, denn Stichwort geopolitisches Erwachen irgendwie in Europa und Co. Was wir doch auf jeden Fall haben, ist jetzt eine größere Einsicht in den westlichen Ländern, dass es vielleicht eine dumme Idee ist, abhängig zu sein, ob jetzt Energie oder auch reine wirtschaftliche Handelsabhängigkeiten von autokratischen Staaten, die eine andere Welt wollen, als wir wollen. Und es ist schon auffällig, in wie vielen Reden und Einlassungen Russland und China auch so ein bisschen verglichen wird. Ne? Und also wenn ich China wäre, wäre ich, glaube ich, nicht so happy mit der aktuellen Situation, genau. Weil ich mir denken würde, jetzt hat Russland quasi den Westen daran erinnert, dass wir da auch irgendwie im Hintergrund sind, dass es da auch Abhängigkeiten gibt und wie negativ das sein kann. Also, ja, eher nicht so gut. Also, ich meine, das Ganze offenbart ja auch die Schwierigkeit autokratischer Systeme. Da komme ich später noch zu, nehmen wir den Punkt nicht weg. Moment, was kann ich denn sonst noch sagen? Carlo, sag doch mal was zu autokratischen Systemen. Nein, mach mal Frank. Soll ich? Ja.
Also ich habe den Punkt die Tage schon mal irgendwo gemacht. Es gibt ja dieses Motiv, dass der Putin nicht gedemütigt werden darf. Und auch das alles natürlich hat dann wieder mit Gedanken zu nuklearer Eskalation zu tun. Aber da wollen wir jetzt ja nicht Russland darf nicht gedemütigt werden. Ich das ist sagen, so ein Steckenpferd von mir. Zumindest Emmanuel Macron hat gesagt, Russland darf nicht gedemütigt natürlich werden. Ach so, natürlich. Emmanuel Macron hat gesagt, Russland. Russland, nicht ja. Putin. Das wird immer falsch zitiert. Für die HörerInnen, die es noch nicht wissen, Rieke ist, glaube ich, Macron-Fan. Also jetzt kommt die elaborierte Erklärung, warum ich tatsächlich auf die Person Putin raus will. Weil es der Charakter dieser autoritären Herrschaftssysteme ist und ich würde Russland inzwischen als eine tatsächliche Diktatur beschreiben, das hat sich ja auch stark verschärft in den letzten paar Jahren, ist, dass im Prinzip dieser starke Führer, ist es da ja, den Staat verkörpert. Und Putin hat es ja auch kultiviert mit seinem Machismo, ja? Putin, der starke Mann, Putin, der Judoka, Putin ohne Hemd, auf dem Pferd, auf dem Bär, auf dem Tiger, im Kampfjet, im U-Boot. Und jetzt gucken wir mal sozusagen, wenn wir das jetzt so, wie Carlo sagte, als die große Systemrivalität betrachten wollen, dann ist ja Putin ins 21. Jahrhundert gestartet und hat gesagt, okay, der Kampf ist eröffnet, ist in den Ring gestiegen und flach hingefallen. Ja? Und ich finde, diese gesamte Verkopplung, Putin, der starke Mann und seine starke Armee, die ja desavouiert ist, wir haben im Podcast in vergangenen Folgen viel darüber gesprochen, wie überraschend es ist, wie schlecht das russische Militär sich da schlägt. Das steht stellvertretend dafür, wie dieses System nicht funktioniert. Ich würde tatsächlich sagen, der doch inzwischen etwas kränkliche, aufgedunsene, erratisch zum Teil wirkende Putin, der fast kleinlaut war, als er mit Xi Jinping telefoniert hat und seine schwachen Streitkräfte... Wir haben doch nicht telefoniert, hast du gesagt. Nicht zum 70. sondern davor. So. Nee, was du meinst, ist Shanghai Cooperation Organization Treffen, wo Putin sozusagen den Kotau machen musste, zu sagen, wir verstehen eure Bedenken und eure Irritationen über den Krieg, den wir gerade führen. Das war ja nicht nur gegenüber den Chinesen. Das war ja, er hat das da in dem Gespräch mit Xi gemacht. Okay. Und genau. Worauf ich eben hinaus will, ist zu sagen, Putin gibt zurzeit für die Autokratien stellvertretend kein gutes Bild ab. Und ich glaube, das passt in der Tat China überhaupt nicht gut. Wir haben ja auch über China schon gesprochen und die haben natürlich primär eine Position gehabt zu sagen, hey, wir warten einfach ab, wir schlagen uns da auf keine Seite unbedingt. In der Tendenz sind wir natürlich bei Russland, aber ich glaube, wir haben über den knarzenden Stuhl gesprochen. Denen passt es nicht so richtig, wie das läuft. Und deswegen würde ich an dem Punkt mitgehen. Ich verstehe immer noch nicht allerdings den Punkt musst du mir jetzt nochmal besser erklären, warum diese Autokratie-Demokratie sozusagen Perspektive nicht passt. Nicht, dass ich den habe ich noch gar nicht gemacht. Nee, dann mach ihn, aber bitte. Den habe ich in der Vorbesprechung genannt, dass ich den machen will. Ich habe ihn noch gar nicht erklärt. Wir machen die Vorbesprechung. Also. Ich muss jetzt mal kurz sagen, Carlo, du musst jetzt mal zum Punkt kommen. Dein Blick auf die Uhr, sorry. Gut, letzter Punkt dann bei dieser Sache. Gestern ist die National Security Strategy der Amerikaner veröffentlicht worden. Und die macht einen ganz großen Schwerpunkt auf China und Russland, logischerweise. Aber sie macht einen ganz großen Schwerpunkt, dass im Prinzip die zukünftige internationale Ordnung entlang der Bruchlinie Demokratien und Autokratien geführt werden. Und ich glaube, das ist eine falsche Bruchlinie, die da zum Vorschein kommt. Weil es sind ja nicht nur Autokratien, die mit der gegenwärtigen Struktur des internationalen Systems ein massives Problem haben. Die BRICS besteht ja zum Beispiel nicht nur aus Autokratien. BRICS sind. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Da sind Demokratien dabei, die sozusagen mit Autokratien das erklärte Ziel haben, die Struktur des internationalen Systems zu transformieren. Wenn man sich in den vergangenen Jahren sozusagen Diskussionen im Rahmen der Vereinten Nationen angesehen hat, zum Beispiel um die Frage, was bedeutet eigentlich staatliche Souveränität? Bedeutet staatliche Souveränität im klassischen Sinne des 18. und 19. Jahrhunderts komplette Nichteinmischung? Also ich kann in meinem Staat machen, was ich will und keiner hat sich von außen einzumischen? Oder bedeutet das, wie es liberale Demokratien sehen, es gibt auch eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft in gewissen Situationen, die in Staaten passieren, wenn da zum Beispiel Genozide passieren oder so. Also Responsibility to Protect. Schutzverantwortung. Und wir sehen, dass dort Demokratien, aufsteigende Demokratien und autoritäre Staaten zusammenarbeiten, um zu sagen, Souveränität bedeutet ganz klar Nichtermischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Deswegen glaube ich, dass die Bruchlinie
nicht zwischen Demokratien und Autokratien verläuft, sondern zwischen einer Koalition von Staaten, die sozusagen machtpolitisch ein anderes System haben will, die sozusagen die noch immer existierende Vorherrschaft im Normativen des liberaldemokratischen Westens nivellieren will. Jetzt könnte ich natürlich sagen, die mit der Vorherrschaft der USA nicht zufrieden ist. Ja, aber es geht auch darum, um die Europäer, weil wir Europäer sozusagen als loyale Verbündete in diesen Fragen der USA gesehen werden. Ja, aber darum geht's. Und da arbeiten Demokratien und Autokratien zusammen. Also im Grunde genommen. Deswegen halte ich diese Bruchlinie zwischen Demokratien und Autokratien als die zukünftige Bruchlinie der internationalen Politik für falsch. Weil auch es Autokratien gibt, zum Beispiel in Asien, und da ist immer mein Lieblingsbeispiel Vietnam, ein durch und durch kommunistischer Staat, der für uns notwendig ist, um Gegenmacht zu China zu bilden. Genau das. Wenn ich sozusagen die Bruchlinie mache zwischen Demokratien und Autokratien, dann muss ich sagen, liebe Vietnamesen, ihr hasst zwar die Chinesen, aber tut uns leid, ihr seid ein autokratischer, kommunistischer Staat, ihr kommt hier nicht rein, wir arbeiten mit euch nicht zusammen. Halte ich für einen Fehler. So. Genau, ganz kurz, genau den Punkt würde ich nämlich auch machen, dass es ein bisschen gefährlich ist für uns, uns dazu sehr aufs hohe Ross zu schwingen und zu sagen, oh, wir sind die Demokratien. Erstens, weil selbst in Europa haben wir da ein paar Wackelkandidaten. Genau, wo gehört Orban hin? Selbst in Europa haben wir da Wackelkandidaten. Aber wie du richtigerweise sagst, pragmatische, von mir auch realistische Politik, Außenpolitik, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten betreiben werden müssen, wird auch darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht nicht nur immer nur mit den tollen, netten Demokratien zusammenarbeiten. Insofern vielleicht eher dieser Begriff like-minded states, ne, die halt irgendwie, wie du sagst, so ein bisschen eine ähnliche Weltvorstellung haben. Ja, aber sorry, das läuft doch darauf hinaus, USA und Europa gegen den Rest der Welt. Wenn es Autokratien, Demokratien sind? Oder nein, wenn du sagst eben nicht die Brücke, sondern... Nein, warum? Das läuft darauf hinaus, USA, Europa, mit den Partnern, die die gleiche Problematik sehen, wenn China und ich sage jetzt mal sozusagen sein kleinerer Partner Russland zu viel Dominanz im internationalen System gewinnen. Und das sind halt nicht nur Demokratien, die damit ein Problem haben. Wer bleibt dann außer Taiwan? Wer bleibt dann außer Taiwan? Ich habe gerade eben die Vietnamesen genannt. So, du hast afrikanische Staaten, die mittlerweile ein großes Problem mit den Chinesen haben und deren Einfluss in Afrika, das sind alles keine Demokratien, das sind halbtotalitäre, autoritäre Staaten. Das sind alle Staaten, die du bei dieser Bruchlinie außen vor lassen musst. Also du verlierst Bündnispartner, wenn du meine Einschätzung teilst, dass der große Konflikt, der machtpolitische Konflikt ist, zwischen den USA und dem aufsteigenden China mit seinem Verbündeten Russland und auf der Seite der USA dann halt die Europäer. Ich will dir gar nicht mal so direkt widersprechen. Ich überlege. Das tust du die ganze Zeit. Ja, gut. Deswegen sind die Leute gekommen, das weißt du. Wir kommen dann natürlich an den Punkt, wo wir sagen, wie war die Formulierung? Er ist ein Arschloch, aber er ist wenigstens unser Arschloch. He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Ja. Hurensohn heißt das. Darf man das im Fernsehen sagen? Ich glaube nein. Als historisches Zitat. Das war ein Zitat. Insofern, das war ein Zitat von einem US-Präsidenten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es... Dean Atchison? Nee, das ist aus den 60er oder 50er Jahren. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Jetzt ist der Moment, wo wir normalerweise googeln würden. Können wir jetzt nicht Schnitt machen. Nein, aber wenn man... Dann kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir sagen, okay, bist du keine Demokratie, aber bist du mit uns gegen China? Ja, genau. So, wollen wir das? Ich ja. Das ist ein guter Punkt, ne? Ich meine... Carlo als... Schon eher. Naja, also ich meine, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Uhr achten. Aber ich achte auf die Uhr, aber die Frage möchte ich beantworten. Die Frage ist natürlich extrem virulent, weil die aktuelle Bundesregierung würde da, glaube ich, zumindest mit dem Außenamt von Annalena Baerbock, glaube ich, massiv Schwierigkeiten haben. Ja, absolut. Die sagt, wir wollen schon auch sozusagen Wertepartner haben. Wir wollen nicht mit Leuten nur... Aber du kannst ja auch Wertepartner haben. Also du kannst ja beides machen. Also zunächst einmal muss man ja ganz einfach sagen... Und wir leben doch gerade in dieser Problematik. Wir haben eine Problematik mit Gas. Wo gehen wir hin? Nach Katar. Ja. So, um dort Gas zu bekommen. Wo gehen wir hin? In die Vereinigten Arabischen Emirate, um dort Gas zu bekommen. Das ist alles richtig. Wenn wir das sozusagen nur wertebasiert machen, müssen wir sagen, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, fällt alles aus. Wo gibt es noch Gas? Gibt es Gas in Norwegen, in Holland, in Finnland und so weiter und so fort? Da findest du kein Gas. Nächstes Beispiel, also, Iran, die Frauen, die da mutig aufstehen. Alles ein Problem. Man muss es aber halt offen kommunizieren. Das ist mein Punkt. Ja. Und ich glaube sozusagen, das heißt ja nicht, dass wir alles tolerieren müssen. Also ich will ja nicht sozusagen zu den Hochzeiten des Kalten Krieges, wo ich sage,
Ja, der Typ steht auf unserer Seite, dann lass ihn mal 500.000 Menschen umbringen. Das heißt natürlich nicht, dass man mit diesen Staaten in einen Dialog treten muss, um auch innenpolitische Reformen zu bewirken, Anreize zu geben und Probleme jetzt zu thematisieren. Jetzt erzähle ich dir eine Anekdote aus meiner Jugend. Oh Gott. In den frühen 90ern. 1990ern war ich mit dem damaligen Bundesminister der Justiz, Klaus Kinkel, in Teheran, wo es dann über die Zusammenarbeit der Rechtspflege in Deutschland und Iran ging. Aus heutiger Sicht ist das absurd. Klar. Du sagst, wir müssen halt reden. Ja, reden müssen wir sowieso. Ja, aber auch mit solchen Leuten über solche... Tun wir doch die ganze Zeit. Also der Punkt ist halt, worauf wir reden mit den Iranern über JCPOA. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja quasi das, was ich meinte, als ich sagte, es gibt sehr laute Stimmen, die ich nachvollziehen kann, die sagen, wir müssen sofort aufhören, mit den Iranern über diesen Deal zu reden, weil die da so blutig diese Revolution niederschlagen. Und Carlos Punkt wäre wahrscheinlich zu sagen, nein, das sind halt zwei getrennte Dinge. Genau. Diese Nuklearfrage ist leider auch extrem wichtig. Und die beiden Dinge können wir eben nicht gegeneinander sozusagen wägen. Und es wäre töricht, aus so einer machtpolitisch-realpolitischen Perspektive zu sagen, diesen Deal lassen wir uns jetzt endgültig durch die Finger rinnen, nur weil ihr diese Revolution habt. Also natürlich sind wir auf Seiten worst case der scenario, Frauen, die sich da sozusagen... Worst-Case-Szenario, die Iraner schlagen diesen Aufstand nieder und kriegen die Nuklearwaffe. Weil wir sozusagen nicht weiter an JCPOA mit denen arbeiten, weil wir nur... einseitig sozusagen sagen, der verstößt gegen unsere Werte, deswegen brechen wir diese Beziehungen im Rahmen von JCPOA ab. Der Outcome könnte sein, diese Revolution, die im Iran gerade stattfindet, scheitert und die Iraner haben die Bombe. Dann haben wir noch mehr Spaß in den Backen. Du bist mir zu sehr Realist, Carlo. Ja. Darf ich denn noch kurz, weil viel Zeit haben wir nicht, ich wollte noch was sagen, diese ganze Ukraine, dieser Krieg macht ja auch was mit Deutschland und ich weiß noch nicht so recht, was er mit Deutschland macht. Hm. Die ausgerufene Zeitenwende des Bundeskanzlers am 27. Februar wurde ja so als vor allem auch mentale Veränderung verstanden. Diese 100 Milliarden habe ich nie als das Wichtigste dieser Rede verstanden, sondern zu sagen, wir müssen anders denken, wir müssen anders überlegen. Jetzt sind wir 7 Monate weiter und ich weiß nicht, ob dieser Schwung noch da ist, ob wir, also ein Beispiel, sind wir der Meinung, dass militärische Macht, militärische Gewalt ein wesentliches Instrument deutscher Außen- und Sicherheitspolitik sein muss? Ja, die Bundeswehr muss wieder leistungsfähig werden, muss sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Aber heißt das auch, Deutschland sagt, militärische Macht ist ein Teil unserer Politik? Da würde ich sagen, ich glaube es nicht. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern einfach nur als Feststellung, wie die Lage ist. Scholz hat die Tage was zu China gesagt, was ihm einige sehr übel genommen haben, nach dem Motto, da werden wir mit dem Handel weitermachen. Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ja da gibt es einige Aufregungen. Ne? Dass im Prinzip, das wurde auch so im Umfeld von Scholz, der natürlich eine Wirtschaftsdelegation dabei hat, das wird so gerüchteweise verlautet, erzähle ich jetzt im Fernsehen einfach mal so weiter. Also es gibt wohl schon starke Stimmen, die sagen, wieso, also mit China jetzt irgendwie einen Kurswechsel, wir fahren doch weiterhin gut mit Wandel durch Handel. Und ja, die deutsche Industrie ist da völlig sozusagen auf dem Trip zu sagen, China ist nicht Russland. Also das war schon 3 Tage, nachdem dieser Krieg begonnen hat, BASF, und der BASF ist, glaube ich, einer der größten Investoren in China von der deutschen Seite, hat der Vorstandsvorsitzende vom BASF dem Handelsblatt ein Interview gegeben, wo er sofort irgendwie die Punchline gegeben hat, China ist nicht Russland. Ja. Deswegen kann man das überhaupt nicht vergleichen und lass uns mit China weitermachen. Also da ist keine Zeitenwende angekommen. Richtig. Nee, ich wollte nur sagen, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ist ja auch nicht die Ukraine, ne? Ist ja nicht der Krieg. Aber hat die Politik eigentlich kapiert, was sich ändern muss, außer ein paar mehr Panzer bestellen und vielleicht doch noch ein Luftverteidigungssystem? Also ich würde sagen, was wirklich Militär angeht, schon eher. Also ich wäre dahingehend etwas traurig. Das ist jetzt der jugendliche Naivität und so. Nee, also, aber ernsthaft, also ich würde euch zustimmen, bei diesen großen Fragen... Funktioniert Wandel durch Handel noch? Können wir mit China arbeiten? Da war ich jetzt ein bisschen erstaunt eigentlich, dass sich da im Denken scheinbar nicht so viel getan hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich habe schon, also ich rein persönlich nehme schon eine gewisse Veränderung nach, einfach was so die Stellung des Militärischen angeht. Ich meine, letztendlich ist immer eine Frage von Nuancen, ne? So ein wann ist eine Veränderung irgendwie. Aber also ich finde schon, wir waren in den letzten Jahren doch sehr Militär-Schmuddelkinder-Ecke. Und meines Erachtens hat sich da schon in der Politik ein bisschen was getan. Ich meine, wir haben jetzt Anton Hofreiter, der dir irgendwie die Waffensysteme durchdekliniert. Ja, gut. Das ist eine Veränderung. Okay, ja, der ist nur leider. Nein, und das meine ich überhaupt nicht. Ich meine das nicht despektierlich. Im Gegenteil, ich will nur sagen, wenn wir so eine Situation haben, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja, ich glaube schon, dass es in einem Teil. Ne? Ja, aber ich glaube, es gibt schon ein gewisses Verständnis, dass irgendwie Militär. Ich fand immer, in Deutschland hatten wir immer so diesen Eindruck, Militär, das ist irgendwie nur zum Krieg führen und Krieg führen ist böse, ergo Militär ist böse. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt in den letzten Monaten ein bisschen gelernt haben, ach guck mal, Militär ist auch für die Verteidigung unserer Bündnispartner, unserer Werte. Militär ist für Abschreckung. Vielleicht ist eine Panzerhaubitze, die wir haben, doch besser als eine Panzerhaubitze, die irgendwie unsere Gegner haben. Also da würde ich tatsächlich sagen, also, hat sich vielleicht ein bisschen was getan. Weißt du, was das Blöde ist? Dass genau das alles überhaupt nicht der Grund dafür ist, dass die Perspektive auf die Bundeswehr sich verändert hat, sondern der Hauptgrund ist die Corona-Pandemie. Weil die Leute gesehen haben, ach guck mal, die netten Soldaten, die helfen im Gesundheitsamt. Und deswegen ist sozusagen vielleicht irgendwie eine stärkere, irgendwie sozusagen das Bewusstsein für die Existenz der Bundeswehr entstanden. Ich glaube, wir stehen ganz früh am Anfang dieses Selbstverständigungsprozesses, was das überhaupt heißt, dass wir Streitkräfte haben, wofür wir die wollen, wenn wir sie wollen und die irgendwas machen sollen, was sie dann brauchen und so weiter. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel unbestelltes Terrain. Und ich würde dir im Übrigen auch widersprechen. Also natürlich ist es sozusagen, ist militärische Gewalt nicht ein primärer Teil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, auch zukünftig nicht. Nee, also, aber es geht nicht um primär, sondern überhaupt. Das hat Thomas auch nicht gemeint. Jetzt widerspreche ich ihm. Ihr müsst ja jetzt langsam aufhören, euch zu widersprechen. Die neuen Zahlen des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaftliche Forschung. Ja, die sind aber vor einem halben Jahr erhoben worden. Ja, ist egal, aber sie zeigen sozusagen schon eine Veränderung nochmal mit Blick auf Bundeswehr und die originären Aufgaben der Bundeswehr. Aber, darf ich den Satz sagen? Nein. Ich glaube, der Mentalitätswandel hat noch nicht eingesetzt. Glaube ich auch. Gut. Jetzt haben wir noch Zeit für ein Blitzfazit von Rieke. Blitzfazit, okay. Ein Blitzfazit. Blitzfazit. Jeder durfte sich ein Thema aussuchen, welche geopolitischen Veränderungen besonders interessant sind im Zuge des Ukraine-Kriegs. Ich würde es so zusammenfassen, wir haben ein geopolitisches Halberwachen in Europa. Maybe. Wir haben gegenspielende, gegenläufige Effekte im Nuklearen. So ein paar gute, ein paar schlechte, aber so genau wissen, wo es hingeht, wissen wir nicht. Wir haben tatsächlich eine größere Diskussion, nicht nur hier zwischen uns vier, sondern in der Welt zur Frage der Weltordnung. Und die wird uns mit Sicherheit noch lange begleiten. Insofern, da werden wir auch sicherlich noch drüber reden. Und die Zeitenwende, also da reiße ich jetzt mal das Ruder an mich. Ich mache das Fazit. Ich würde sagen, doch, wir haben ein bisschen Zeitenwende und da können wir uns auch mal drüber freuen. Und deswegen habe ich in der ersten Folge das Fazit. Morgen gibt es eine Ausschreibung für eine weibliche Podcasterin. Deswegen habe ich in der ersten Folge das Fazit an mich gerissen. Rieke, es war so schön positiv. Gut, damit sind wir ganz ungewohnt schon am Ende. Und ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hören Sie uns. Es gibt uns auch weiter dauerhaft als Podcast. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter @thomas_wiegold. Ulrike Franke auf Twitter @RiekeFranke. Frank Sauer auf Twitter @Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter @CarloMasala1.